Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Starfield. Und ich habe die ganze Zeit in der letzten Folge die Waffe gezückt gehabt. Ich habe nur nicht rausgefunden, wie man es wegsteckt. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich schieße, weil ich eben den Finger die ganze Zeit im Abzug hatte. Und man soll ja nie den Finger im Abzug haben. So, wir gucken mal ganz kurz nach der Hauptquest. Denn ein kleiner Schritt. Barrett möchte, dass ich das Artefakt zu seinen Kollegen bei der Constellation bringe. Für die Reise stellt er mir sein Schiff, die Frontier und seinen Roboter Vasco zur Verfügung. Okay, das ist auch gerade aktiviert. Sehr gut, dann gehen wir da jetzt mal hin. Das mit dem Umstellen von den Quests hat ja leider nicht geklappt. Das ist ein bisschen ein Problem. Naja, es ist noch ganz am Anfang. Ich meine, wir haben ja jetzt noch hier Early Access fast, würde ich sagen. Also bei mir ist gerade noch Freitag. Ich habe direkt heute angefangen zu zocken. Das könnte jetzt schon, wenn du das müsste. Ich habe eben den Folgennamen gegeben. Das ist Folge 6. Samstag 2, Sonntag 3, Montag 4, Dienstag 5. Und ich freue mich riesig, später Toni zu sehen. Mittwoch 6. Ja, Mittwoch am 6. Heute ist es auch offiziell sowieso draußen, wenn man nicht die Premium hat. Hallo, falls ihr es spielt gerade. Ich bin angetan, auch wenn es. Ja, es könnte ein bisschen schöner aussehen. Machen wir uns nichts vor, wenn man hier so guckt. Aber es ist ein Bethesda-Spiel und da kommt es auf die inneren Werte an, sag ich mal. Und die gefallen mir ganz gut. Wie komme ich da am besten rüber? Hier ist so eine Brücke. Ich erledige also das letzte Spacer-Schiff, merke aber, dass mein Tank entleckert. Ich sitze fest. Ich hätte vielleicht die eine Quest schnell annehmen müssen, wo ich da irgendwo zum General soll, weil ich glaube, ich will mich wieder anschließen, aber ich kann mich auch hier bei den Mastleuten da als Pilot melden. Und ich will so ein Krieger sein, mich hocharbeiten, dass ich General werde. Wir sind zwar in einer United Colonies Stadt, aber die Constellation ist vollkommen neutral. War sie schon immer. Ich stehe jetzt angenommen mit den Stromausfällen. Nee, erstmal keine Nebenquests, erstmal hier Story. Wollen erstmal groß und stark werden. Ach so, ich kann ja rennen. Da wären wir. Die Loge. Die Tür sollte sich öffnen, wenn Sie die Uhr daran halten, die Barrett Ihnen gegeben hat. Ich habe die anderen Mitglieder der Constellation benachrichtigt. Sie war. Ja. Vasco, du musst unbedingt schneller reden. Captain, es sind gewiss alle in der Bibliothek. Wäre Barrett hier, würde er sagen, dass sie nun Teil von etwas Größerem sind. Und dass sie sich hier wie zu Hause fühlen sollten. Ach, bitte. Das ist doch lächerlich. Walter Stroud. Findest du meine Theorie denn wirklich so abwegig? Wir sehen in den Sternen, wir haben wohl Besuch. Willkommen bei der Constellation. Es gibt viel zu besprechen. Verrätst du uns, was mit unserem Freund passiert ist? Warum bist du hier und er nicht? Piratenangriff. Barrett hat mich gebeten, euch das Artefakt zu bringen. Ah. Vasco, verifizieren. Alle getätigten Aussagen sind korrekt. Ach, typisch. Barrett überlässt unser Schiff und unseren Roboter irgendjemandem von diesen Billigminern, die er immer bucht. Walter. Und wenn wir nicht auf die Notfallprotokolle bestanden hätten, wäre der Space Miner hier schon auf dem halben Weg nach Neon. Ist er aber nicht. Er ist hier, mit dem Artefakt. Danke, Matteo. Also, konzentrieren wir uns auf das, was vor uns liegt. Was ist passiert, als es extrahiert wurde? Hat jemand etwas gesehen oder gehört? Ich
helle Lichter und Musik. Interessant. Ganz ähnlich hat Barrett es beschrieben. Wenn auch weniger blumig. Da. Hört ihr das? Glaubt ihr mir jetzt? Es hat nie jemand bezweifelt, dass es passiert ist. Aber wenn du erwartest, dass wir an Märchen glauben, Cawtrey... Wenn das hier das größte Mysterium im Universum ist, kann es doch auch Teil des ultimativen Mysteriums sein. Meine Herren, Konzentration. Noel, es ist Zeit, deine Theorie zu testen. Gut, mal sehen. Die Artefakte reagieren aufeinander. Die Teile, die wir schon haben, bewegen sich, wenn sie sich nahe kommen. Wenn wir das Neue zu den zwei Alten hinzufügen... Das Artefakt. Leg es bitte hier auf den Tisch. Oh, ist sicher. Das ist es. Genau wie die anderen. Und wir dachten zuerst, es gibt nur zwei davon. Es gibt aber bestimmt noch viel mehr. Das ist es. Sie reagieren. Seht nur, wie sie sich zusammenfügen. Die Energie zwischen ihnen? So reagiert kein künstlich hergestelltes Material in den besiedelten Systemen. Keines. Das beweist, dass... Atme. Du kriegst noch einen Herzinfarkt. Nicht nur sie. Wenn sie sich zusammenfügen, dann muss es ein Set geben. Von einer Intelligenz außerhalb der besiedelten Systeme erschaffen. Die 2000 Credits für unsere Wette gelten noch, Cawtrey? Die Wette gilt, Walter. Tja, wenn wir alle Antworten hätten, wäre es ja langweilig, oder? Ich will den Augenblick nicht ruinieren, aber was machen wir mit dem Neuankömmling hier? Also, bereit an die Arbeit zu gehen und rauszufinden, ob du dein Leben der Erkundung unseres kleinen Universums widmen willst? Das ist alles etwas viel. Ich muss erst meinen Kopf voll kriegen. Was wisst ihr über die Artefakte? Was sind sie? Allein für sich sind sie nur seltsame Metallbrocken. Eine weitere Merkwürdigkeit aus den Weiten des Alls. Aber was sie sind? Was sie ergeben? Tja, du darfst jetzt helfen, dieses Rätsel zu lösen. Okay, ich bin dabei. Wie geht's weiter? Ach nee, erstmal hier. Ich soll der Constellation beitreten. Was genau würde das heißen? Wir haben uns alle der Erkundung des Alls verschrieben. Auch wenn die Menschheit sich zwischen den Sternen niedergelassen hat, müssen wir weiter das Unbekannte erforschen. Ansonsten wird nur erwartet, dass du dein eigenes Urteilsvermögen nutzt. Wie wir alle. Okay, ich bin dabei. Komm ruhig erstmal an. Stell dich allen vor. Es sind gerade nicht alle Mitglieder hier, aber du wirst sie bald kennenlernen. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Wir gehen ein wenig auf Reisen. Ich zeig dir die Grundlagen. Und hier, das hast du dir verdient, weil du uns das Artefakt gebracht hast. Zusätzlich zu den Credits erhältst du von uns einen Rucksack mit ein paar Extras. Du brauchst ihn da draußen ohnehin. Achte nur auf deinen Kopf. Nice. Ein kleiner Schritt. 8000 Credits. Jetzt kann ich die andere anheuern. Ah, vielleicht finde ich jemand Besseren. Sie war ganz schön gierig. Ich weiß, dass die Artefakte alle in helle Aufregung versetzen. Aber wir müssen objektiv bleiben und auch an mögliche negative Folgen denken. Ich hatte gelegentlich Zweifel, ob die Constellation eine gute Investition ist, aber nun... Tja, das Geld war gut angelegt. Naja, dich Space Miner zu nennen, war vielleicht ein bisschen gemein. Falls das eine Entschuldigung sein sollte, das kannst du besser. Entschuldige, dass ich deine Berufswahl beleidigt und Annahmen über deinen Charakter getroffen habe. Meine Frustration gilt eher Barrett. Es ist nicht das erste Mal, dass seine Sperenzien eine unserer Missionen gefährden. Es ist nicht fair von mir, das an dir auszulassen, zumal er diesmal offenbar richtig entschieden hat. Also, fangen wir von vorne an, ja? Walter Stroud, CEO von Stroud Eklund, Mitglied der Constellation und oft ein alter Miesepeter. Willkommen an Bord. Ich bin froh, hier zu sein. Ach,
Übrigens bietet die Loge neben Unterkünften auch eine Fülle an Mod- und Forschungsequipment. Du kannst hier Raumanzüge anpassen, Pharmazeutika herstellen, außerirdische Substanzen testen, einfach alles. Du kannst sogar Industrieteile für Großprojekte herstellen, sofern es dich nicht stört, auf einem nahen Planeten die nötigen Ressourcen zu schürfen. Ich bin ein großer Fan der Autarkie, also nutze unsere Werkzeuge, um alles herzustellen, was du brauchst. Cool. Ich hätte nicht gedacht, hier einen CEO zu treffen. Nee, erstmal das. Welche Rolle spielst du bei der Constellation? Ich? Oh, ich bin der Geldgeber. Irgendjemand muss das alles ja finanzieren und mein geschäftlicher Erfolg ist bedeutungslos, wenn ich ihn nicht nutze. Ich bin nicht so verwegen wie Miss Morgan oder so klug wie der junge Matteo, aber ich kann dafür sorgen, dass sie die nötigen Ressourcen haben. Und wie du gesehen hast, werden diese Ressourcen nicht vergeudet. Wir sind hier etwas Großem auf der Spur. Glaubst du, dass meine Vision eine Bedeutung hatte? Bis vor kurzem hätte ich sie noch abgestempelt als, ich weiß nicht, Halluzinationen. Doch jetzt ist es mir ein Rätsel. Ich nehme an, so etwas ist dir vorher noch nie passiert, oder? Na klar, ich sehe ständig Lichter. Kerngesund, seit ich denken kann. Dann nehme ich dich beim Wort. Die wissenschaftlichen Fragen überlasse ich Barrett oder auch Noel. Aber wir sind uns alle einig, dass hier etwas Ungewöhnliches vor sich geht. Das ist ehrlich gesagt das Aufregendste, was seit Jahren passiert ist. Was ist Stroud Eklund für ein Unternehmen? Wir sind hauptsächlich als Schiffsbauer bekannt. Luxussegment. Wer das Beste will und es sich leisten kann, kauft bei Stroud Eklund. Leider bedeutet unser Erfolg, dass man manchmal Schiffsmodule von Stroud Eklund auf zwielichtigen Schiffen sieht. Sie sind ganz heiß darauf, die Schweine. Ich wollte die United Colonies überzeugen, dass wir da helfen können, aber sie sind mit der Deimos Sternenwerft verheiratet. Und die alten Haudegen hängen ihrer Glanzzeit nach. Das habe ich noch schon gefragt, oder? Mit Unternehmen ist das so. Ist es erst einmal robust genug, muss man nicht mehr ständig dort sein, um es zu stützen. Das Tagesgeschäft von Stroud Eklund funktioniert wunderbar, sodass ich Zeit für esoterische Beschäftigungen habe. Die Schriften des Constellation-Gründers Sebastian Banks hatten mich seit Jahren fasziniert. Irgendwann habe ich entschieden, sie nicht einfach aus der Distanz zu bewundern. Nun ist die Loge mein Zuhause. Okay, dankeschön. Jetzt sind wir Freunde. Frag, wenn du Fragen hast. Sag's, wenn du Ideen hast. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Hast du deinen Füllergriff bereit, Walter? Geht's dir gut? Ich weiß nicht, ob dich das überhaupt schon jemand gefragt hat. Nicht, dass du denkst, für uns zählen nur die Artefakte. Du bist auch wichtig. Dass du das Artefakt hergebracht hast, war gewaltig. Ich bin Matteo. Ursprünglich Theologe, aber jetzt, tja, Entdecker wie du. Es ist wirklich schön, dass du bei uns bist. Die Artefakte kamen alle aus Höhlen? Das zweite stammt von Kasal. Vergraben, genau wie deines. Aber das erste? Das lag jahrelang direkt vor unserer Nase. Im Lager, als übergroßer Briefbeschwerer getarnt. Verrückt, oder? Die wohl größte Entdeckung der Menschheitsgeschichte verstaubte einfach. Was hältst du von der Vision, die ich gesehen habe? Ich will nicht lügen. Ich hätte das wirklich gern selbst gesehen. Ist sonst schwer einzuschätzen. Du und Barrett, ihr habt beide etwas gesehen. Das war bestimmt kein Zufall. Hattest du das Gefühl, sie will dir etwas mitteilen? Nicht unbedingt wie eine göttliche Offenbarung, aber
Vielleicht sowas Ähnliches? Vielleicht werde ich einfach nur verrückt. Nein, auf keinen Fall. Barrett hat auch etwas gesehen. Und glaub mir, wenn er das zugibt, war es eine große Sache. Denk daran, dass du das nicht alleine durchmachst. Wir stehen alle an deiner Seite. Wir werden dieser Sache auf den Grund gehen. Wir brauchen mehr Daten, sprich mehr Artefakte. Wie bist du zur Constellation gekommen? Naja, es gab Überlappungen, was unsere Interessen angeht. Ich hatte jahrelang nach religiösen Relikten gesucht. Ich hatte etwas Unglaubliches entdeckt und an einen gierigen Konzern verloren. Also habe ich versucht, es zurückzustehlen und bin dabei Walter begegnet. Dem gehörte der Konzern zufällig. Wir haben gemerkt, dass wir viel gemeinsam haben und er hat mich in die Constellation eingeladen. Als Dieb? Einen gierigen Konzern, okay, danke. Pass auf dich auf! Danke, Matteo. Sehr netter Kerl. Der Erste, der mich gefragt hat, wie es mir geht. Hast du neue heilige Relikte geraubt? Du hörst echt, ich fühle mich hier auf, vom oder? Ersten Tag an ich wie zu Hause. Diese Leute sind meine Familie. Ich hoffe, dir geht es auch so. Das war unglaublich, oder? Die Artefakte meine ich. Sorry, das ist sicher alles ein wenig überwältigend für dich. Wobei, ein wenig ist wohl ganz schön untertrieben. Ich bin Noelle. Freut mich, dich kennenzulernen. Und danke, dass du uns das Artefakt gebracht hast. Ihr scheint viel über diese Artefakte zu wissen. Oh Gott, nein! Ich meine, das ist schmeichelhaft, wirklich. Aber wir sind wild am Improvisieren. Bis du aufgetaucht bist, hatten wir nur zwei. Und das dumpfe Gefühl, dass irgendwas Größeres im Gange ist. Es gibt immer noch so viel, was wir nicht wissen. Wir haben also viel Arbeit vor uns. Mich würde interessieren, ob es außer den Artefakten noch andere Dinge zu erkunden gibt. Selbstverständlich. Es gibt unzählige Planeten, die noch nie ein Mensch betreten hat. Und alles, was wir über sie lernen, ist wertvoll. In der Auftragsbörse siehst du, wenn wir nach was Bestimmtem suchen. Nach spezieller Alienflora oder Fauna oder nach einem Planeten mit gewissen Eigenschaften, die zum Beispiel Leben ermöglichen. Die Vision, die ich hatte, was denkst du, was das war? Ach so, ja. Wenn wir das rational angehen, würde ich sie als visuelle und akustische Halluzinationen bezeichnen. Was du als Lichter und Musik empfunden hast, könnte eine neuronale Überlastung sein, der Versuch des Gehirns etwas zu erklären. Ein Energiestoß, ein anderes Phänomen. Bei ihr geht der Mund voll gut mit. Da haben nicht nur einfach Synapsen gefeuert, es bedeutet was. Klar, das will ich auch nicht abstreiten. Aber ich war nicht dabei, ich denke es nur gründlich durch. Schon okay. Es ist jetzt dir und Barrett passiert. Wir wissen, es könnte sich wiederholen und sind dadurch vielleicht besser vorbereitet. Wir stecken da jetzt alle zusammen drin. Wie lange arbeitet ihr schon an der Sache? Naja, die Constellation gibt es schon ewig, seit über 50 Jahren. Aber von den Artefakten wissen wir erst seit kurzem. Barrett hat das erste vor etwa 2 Jahren entdeckt, direkt vor unserer Nase. Und er hat die ganze Sache ins Rollen gebracht. Zu schade, dass er das jetzt nicht miterlebt. Wie kann ich euch helfen, noch mehr in Erfahrung zu bringen? Naja, im Moment ist noch alles eine Option. Metallurgische Analyse, chemische Zusammensetzung. Ich sehe mir alles an. Was ich unbedingt verbessern will, ist meine übergreifende xenobiologische Datenbank. Ich weiß nicht, ob das in diesem Fall hilft, aber je mehr wir über alles wissen, desto besser, oder? Apropos, wenn du da draußen unterwegs bist und nach weiteren Artefakten suchst, begegnest du bestimmt ein paar interessanten Dingen. Alles Organische nehme ich dir gerne ab. Organisches Zeug, verstanden. Es gibt eine Galaxie voller Ressourcen.
Je mehr Daten ich habe, desto gründlicher fällt meine Analyse aus. Und wenn es dir den Deal versüßt, kann ich dich auch dafür bezahlen. Ziemlich gut sogar. Walters Taschen sind extrem tief. Ich habe organische Ressourcen für dich. Klasse. Dann lass mal sehen. Klasse. Dann lass mal sehen. Ich kann ja einfach alles verscherbeln, oder was? Kann als Komponente für die Herstellung verwenden. Ich will ihr aber nicht alles geben. Brauche ich bestimmt noch. Sarah hat was von einem Zimmer für mich erzählt. Du willst also eine Weile bleiben? Gut. Ich glaube, wir finden schon was für dich. Und auf dem Weg kann ich dich ein wenig rumführen. Ich bräuchte so Kisten, wo ich Zeug reinlegen kann. Ich höre. Also, bereit an die Arbeit zu gehen? Oder war noch was? Ist eine Weile her. Warum? Was ist die Constellation? Was macht ihr? Wir sind Entdecker. Die Menschheit hat schon immer im Unbekannten nach Wissen gesucht. Wir nehmen das nur ein bisschen ernster als andere. Unser Gründer Sebastian Banks hat vor Jahrzehnten eine kleine Gruppe von Leuten aus allen Winkeln der besiedelten Systeme versammelt, um die größte Frage überhaupt zu erforschen. Was ist dort draußen? Diese Artefakte sind vielleicht das, wonach wir gesucht haben. Ein großes Geheimnis des Universums, das wir entschlüsseln sollen. Wie bekannt ist die Constellation? Ich weiß nicht, was du gehört hast, aber ich kann es mir vorstellen. Vergiss erst einmal die Geschichten, dass es uns nicht mehr gibt. Ich halte nichts davon, unseren Namen überall zu verbreiten. Das Universum erkunden, das Unbekannte erforschen, das zählt. Außerdem haben wir durch die mysteriöse Aura mehr Handlungsspielraum. Ein gefestigter Ruf könnte uns einengen. Was wisst ihr über die Artefakte? Nicht viel, aber du hast sie selbst gesehen. Man erkennt schnell, dass man es hier mit etwas Außergewöhnlichem zu tun hat. Was genau das ist, müssen wir herausfinden. Das ist unser Job. Ich muss mich erst noch eingewöhnen. Ich verstehe das. Du hast viel durchgemacht. Meld dich einfach. Okay, ich will in mein Zimmer. Es ist ruhiger hier, seit Wladimir dauerhaft auf das Auge gezogen ist. Pass auf dich auf, okay? So, wo ist mein Room? Ganz schön viel Ladezeit. Also hier oben ist bestimmt nicht mein Zimmer. Ich bin auch schnell in mein Zimmer, dann lege ich mich ins Bettchen. Und dann ist gut. Auftragsbörse. Analysiere Piazzi 3b im System Piazzi. Okay. Deinen aktuellen Fortschritt bei der Planetenanalyse erfährst du auf der Infokarte des Planeten, auf der Sternkarte sowie über den Scanner, wenn du auf der Planetenoberfläche bist. Bei Planeten ohne Lebensformen reicht es unter Umständen aus, den Planeten aus dem Orbit zu scannen, um die Analyse abzuschließen. Auf den meisten Planeten musst du jedoch landen, um sie gründlicher zu untersuchen.
Wir suchen erfahrene Entdecker zur Ortung eines Planeten mit energetischer Aufspaltung im Groombridge-System. Dies erfordert unter Umständen die Untersuchung mehrerer Planeten innerhalb des Systems. Ach, ich nehme einfach alles an. Das Finden eines bestimmten Planetenmerkmals stellt die schwierigste Art von Untersuchungsmission dar. Hierfür musst du ein gesamtes Sonnensystem nach einem Planeten mit dem gewünschten Merkmal absuchen. Finde im Zielsystem Planeten, die Merkmale besitzen. Dies siehst du auf der Sternkarte unten auf der Infokarte des Planeten. Nicht analysierte Planeten besitzen unbekannte Merkmale. Brandes Ökosystem. So, wir nehmen einfach alles an. Hier ist Scheißhaus. Das hier ist bestimmt mein Zimmer, oder? Häufig produzierte Komponente, gib mir. Naja, das ist jetzt einfach mein Zimmer. Du kannst nicht in einem fremden Bett schlafen. Nein, das ist gar nicht mein Zimmer. Welches ist mein Zimmer? Interdeck. Okay, hier will ich kein Zimmer. Hier ist es ja elend. Die hat doch gesagt, sie führt mich zu meinem Zimmer, oder? Habe ich eine Mission für mein Zimmer bekommen? Sarah wollte mit dir über die erste Mission sprechen. Naja, was soll's? Ich werde schon ein Zimmer zugewiesen bekommen, wenn ich noch ein paar Aufträge gemacht habe. Aber ich will einen kleinen Break machen, denn ich wurde schon eingeladen. Wir wollen noch ein bisschen Crossout zocken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.